Da sind noch ein paar grüne Punkte. Das war das und das. Blümchen. Eine Leiche. Und schlafen. Oh, es wird dunkel. Warte mal. Schlafen, 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 schlafen. Schlafen, schlafen. Jetzt nochmal durchbuffen. So. Alle tot, alle tot. Du, den da. Oh, nicht alle tot. Jetzt du tot jedenfalls. Dann hätten wir gerne noch die ganzen Lichtzauber. Ich hätte mit Schutz anfangen sollen. Weil die Schutzzauber sind irre praktisch. Die da. Warte, 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 warte. Lay, lay. Lay, wir würden gerne... Was? Nein. Genau, du. Heilung. Tot. 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 Das sind ziemlich viele. Da oben verstecken sie auch noch welche. Die bringe ich zuerst um. Schön erstmal außen weg räumen und dann in der Mitte. Du. Den da. Und hier vorne irgendwo können wir dann den Sprungpunkt setzen. Oh, können wir hier rein? Nein. Das tut irgendwie weh. So. Das tut irgendwie weh. Kaputt. Und einmal bitte Gruppenheilung. So. Fliegen. Ah, erst mit kleinen Kram. Das ist eine Menge Kleinkram. Also mit Kleinkram meine ich die grünen und blauen. Die gehen recht schnell kaputt. Die hier gehen so. Okay. So, eine Seite schon mal frei. Du. Null Zauberpunkte. Du brauchst unbedingt einen Gegenstand, der das regeneriert. Weil sie muss hier jederzeit in der Lage sein, den Spruch da zu sprechen. Damit wir alle Zauberpunkte wiederbekommen. Na gut. So. Oh, oh, oh. Lunera kippt gleich um. Keine Zauberpunkte mehr zum Heilen. Dann komm, dich kriegen wir noch. Und dich. Ein paar von euch auch noch. Dann setzen wir den Sprungpunkt, schlafen ordentlich, puffen durch und gucken dann in die Festung der Titanen. Unsichtbar natürlich. Da muss ja kein unnötiges Risiko eingehen. So. Sehr schön. Das ist doch mal ordentlich aufgeräumt. Schlafen. Durchbuffen. Fliegen können wir uns sparen. Den da. Sprungpunkt setzen. Da. Dann brauchen wir jetzt noch den, der die Stats gibt an Lichtzauber. Und sind... Ah ne, der Schutz von Magie fehlt auch noch. Und Bewahrung. Also Lake, komm, spute dich. Den da. Wobei Bewahrung sollten wir echt nochmal kaufen für Gerogon. Dann kann er wenigstens das übernehmen. Oh, irgendwas schießt. Irgendein kleinen Kram, ist egal. So, du. Schutz davor. Und einmal Bewahrung, bitte.
damit wir nicht beim ersten Titanblitz sterben. So. Jetzt Unsichtbarkeit, die wir nicht zaubern können, weil Gegner in der Nähe sind. So, und rein da. Puh. Eine mächtige Festung. Mhm. So, hier drin wollen wir jetzt einen Bogen finden. Und da ist ein Blut-Titan. Noch mehr Titan. Drachen. Und Sachen auf dem Boden. Drachenodem. 10 bis 20 Feuerschaden und 25 auf Stärke. Können wir das wirklich brauchen? Och ja. Doch. Es hat sich jetzt schon gelohnt herzukommen. Solange wir nicht alle elendig sterben werden. Brauchen wir wirklich noch so ein eigenes Ding? So. Weiter. Noch mehr Titanen. Wir wollen nur den Bogen. Hallo? Wir wollen nur den Bogen haben. Oh, das sieht aus wie eine Schatzkammer hier. Ja. Ich sehe nur ein Problem. Wenn wir die Truhen öffnen, werden die uns sehen. Ich denke, die werden nicht glücklich darüber sein. Aber wir haben Talana. Im Notfall können wir uns einfach raus teleportieren. Also, Truhen öffnen. Ja. Können wir das wirklich brauchen? Rüstungsklasse plus 10, Charisma plus 16. Es tut mir leid, ich weiß. Können wir das wirklich brauchen? Und als netten Schmankerl, wir wurden nicht aufgedeckt. Können wir das wirklich brauchen? Also wir können hier einfach so Truhen öffnen und die merken gar nichts. Das tut irgendwie. Und was wir Truhen? Können wir das wirklich brauchen? Yep. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ah, genau. Bei den Truhen war nämlich was. Man kann sie alle doppelt öffnen. Daran erinnere ich mich auch noch. Oh, was haben wir hier? Können wir das wirklich brauchen? Stab der Lähmung. Und bist du der gewisse Bogen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Greifenbogen. Nee, du bist einfach nur ein Bogen. Wir suchen nämlich den perfekten Bogen. Was ziemlich anmaßend klingt, aber na gut. Das sind viele Drachen. Aber wir haben jetzt schon 40.000 Gold. So, euch umgehen wir mal. Vielleicht denke ich, an die Münzen kommen wir nicht so leicht ran. Und noch zwei Truhen. Oh. Ups. Ups, ja. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Kann weg. Können wir das wirklich brauchen? So. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir nämlich nicht genug Lebenspunkte mehr. Das heißt, sie muss jetzt einmal das da sprechen. Dann plündern wir die Truhe ein zweites Mal. Können wir nicht? Okay. Heilen wir nochmal. Plündern die Truhe. Und dann verzwieseln wir uns erstmal. Oh. Mein Fehler. So. Erkennen plus 11 brauchen wir nicht. Brauchen wir wirklich noch Tag so ein Götter. Das kann ich nicht lernen. Können wir das wirklich brauchen? Keinen Platz mehr. Kein Platz. Weg. Können wir das wirklich brauchen? Wahre Ausdauer. Ich habe irgendwo noch einen Zettel gehabt. Das müssen wir später machen. Mit dem Trank. Du erstmal zu ihm. Du dahin. Beim zweiten Mal öffnen haben wir einen Säuresturm. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Und das Ding. So, jetzt teleportieren. Wir würden gerne zurück nach Celeste. So, das hat sich gelohnt. Okay, was haben wir denn Schönes? Wir haben das da. 12 Körperschaden. Ist besser als doppelter Schaden gegen Untote. Genau. Plus 10 Ausdauerrüstung und Trefferpunkte. Ist besser als nur Trefferpunkte. Genau. Und 22 Rüstung ist besser als Rüstung. Ein bisschen Stats. Okay. Rest kann soweit alles weg. Ich glaube, die Armbrüste könnten ersetzt werden. Habe ich keinen Platz. Kein Platz. Keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ja, und wir sollten es verkaufen. Da drüben. Geh.
weg. So. Da ist zu. Natürlich ist zu. Wir sind ja auch im Himmel, da haben die Geschäfte geschlossen am Abend. Weg, 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 weg. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Darf ich euch helfen? Bei dir weiß ich noch nicht, ob du besser bist oder schlechter. Deswegen bleibst du erstmal da. Dafür kann das weg, das weg, das weg, das, das und das weg. Können wir das wirklich brauchen? Der weg. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Der weg, der weg. Keinen Platz mehr. Dafür ist kein Platz mehr, okay. Verkaufen. Du, 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 du. Vielen Dank. Du dahin, du. Dahin. Zurück zum nächsten. Wir sind schon bei 70.000. Die feinsten Rüstungen. So, du machst plus 6. Du machst plus 8. Ihr macht plus 7. Also der Greifenbogen wäre wirklich die beste Wahl. Wenn wir also noch mehr davon finden, unbedingt behalten. Darf ich euch helfen? Weg, weg. Und wir haben wieder einigermaßen Platz. Okay, 75.000 Gold. Die beste Ausbildung des Landes. Schlagen wir mal auf den Kopf. Hervorragend. Schaffen wir nicht mal auf den Kopf zu schlagen. Ja, sehr schön. Die feinsten Rüstungen. Das ist nicht so wirklich fein. Ihr meint, dann eben nicht. Darf ich euch helfen? Nö, wir haben besseres. Raus hier, geiziges Gesindel. Netter Versuch. Genau. Also, wir haben endlich genug Gold. Jedenfalls vorerst. Und ich habe meine Liste gefunden. Das heißt, wir können den Ausdauertrank jetzt jemandem geben. Und zwar würde ich sagen, wir geben Slay. Damit sie länger aushält. So, das heißt, wir schreiben auch Ballet. Au. Stauer. Du kannst auch noch weg. Und das sind Ingredienzien, die können nicht weg. Du lernst das später. Der kann auch weg. So. Jetzt können wir uns zurück teleportieren zur Festung. Also du kannst erstmal schon mal anfangen zu buffen. Du kannst Leuchtfeuer zurückspringen. Dahin. Jo, hier sind wir richtig. Dann kannst du den da machen. Wir gehen hier ein bisschen weg, damit die komischen Wassernymphen uns nicht angreifen. Dann machst du Schutz. Wir könnten uns die Buffs, glaube ich, alle verkneifen. Also die anderen. Weil wir haben ja eh nicht vor, darin zu kämpfen. Wir wollen ja nur durchlaufen. Na gut, einen noch. Den da. Das heißt, falls wir jetzt doch in einen Kampf verwickelt werden sollten, muss Lane nur noch den Zauber machen, der uns die Stats gibt. Also alle 7 Hauptattribute hochsetzt. Aber ja, kämpfen, ich weiß nicht. Also wir haben schon mal einen Drachen umgebracht. Aber es war nur ein Drache und wir hatten tierisch viel Platz zum im Kreis laufen. Hier sind es ein paar mehr. Und vor allem sind da auch blaue Drachen bei und es sind mehr. Von den Titanen ganz zu schweigen, die sind glaube ich noch härter. Oh. Ja, also ich denke, den Bogen schnappen ist die beste Idee. Und später, wenn wir noch einen Ticken mächtiger sind. Haben wir schon? Nein. Wenn wir einen Ticken mächtiger sind, dann können wir hier einfach aufräumen. Nicht primär wegen den Kisten, die können wir jetzt ja schon plündern, sondern wegen den Gegnern selber. Weil die geben bestimmt gute Erfahrungspunkte und auch Gold. So, Kiste. Brauchen wir wirklich noch so ein Albern? Können wir das wirklich brauchen? Ah, du bist verzaubert. Du bist verzaubert. Du bist verkauft. Du bist verkauft. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Können wir das wirklich brauchen? Du bist verzaubert, du bist verkauft. Ich weiß nicht, was das ist. Brauchen wir wirklich noch so ein Wird verkauft. So, zweites Mal öffnen. Können wir das wirklich brauchen? Noch eine Goldrüstung und sonst ist hier nichts, okay? Drachen umgehen. Auch wenn es mich doch langsam in den Fingern juckt, die mal auszuprobieren. Oh ne, erstmal nicht. Erstmal haben wir einen Auftrag und den sollten wir erledigen. Danach können wir rumexperimentieren.